freut mich, dass Sie heute dabei sind. Wieder ein spannender Gast, einer der eloquentesten und spannendsten Politiker, die wir in der Schweiz haben, Cedric Vermuth. Er ist Co-Präsident der SP. Wir reden über ihn, seine Partei und natürlich über die aktuelle Situation mit dem Ukraine-Krieg. Zuerst natürlich meine Frage, Cedric, wer bist du? Danke für die Einladung. Einfach ein Familienvater, inzwischen Co-Präsident der SP Schweiz. Und im Moment wie alle ein bisschen ohnmächtig gegenüber den Ereignissen, die in der Ukraine genau, passieren. Genau, also mich leidet das lahm. Ach, das ist Wahnsinn. Ja. Also du bist ein Schweizer-italienischer Doppelbürger, ja. Kannst aber nicht richtig italienisch. Also kein Italianita bei dir. Ich lehre jetzt ein bisschen systematisierter. Ja, das ist so. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, deutsch-französisch. Mhm. Und dann hat mein Vater darauf verzichtet, noch italienisch zu reden. Schade, das ist Fehler. Also ich kann schon, ich kann ein Bier bestellen, ich kann Ferien verbringen, aber das ist schade. Also du hast ja eine Wunderkarriere gemacht mit 25 Nationalrat, mit 33 Co-Präsident von der Bundesratspartei. Dann hast du noch ein Studium zwischendurch irgendwie unendlich lange Semester und so. Ja, aber eigentlich berühmt wurde, bist du durch ein Bild, ein ikonisches Bild, als Kiffer, als Rebell, als einen mit Street Smart und hast auf diese Art und Weise eine nationale Bedeutung bekommen, oder? Ja, das ist, was ist das, 2008? Ja. Das ist, ehrlicherweise, witzigerweise ist das überhaupt nicht geplant gewesen. Aber du hast ja gemacht. Medienaktion. Ja. Am Mikrofon, du hast ja nicht versteckt gemacht. Man hat dich nicht ertappt. Du hast es wollen, dass man es sieht. Ja, aber wir haben damals noch nicht verstanden, wie die Medien funktionieren. Ja, nein, aber sie haben ja funktioniert. Durch das haben wir es gelernt, wie es genau funktioniert. Okay. Das ist ja so. Ja. Ich werde es allerdings nicht mehr los. Okay. Wenn ich das damals gewusst hätte, dass ich das so nicht mehr los werde. Kiffst du auch noch also, heute? Nein, das nicht. Ist... Wann hast du denn aufgehört? Ich kiffe, was habe ich früher nicht? Einmal, zweimal im Jahr. Das war eine reine Show. Das war schon ein echter Joint. Das ist schon ein echter Joint. Ja, aber Joe. Einfach ein Image sich zu geben. Nein, ich bin nicht auf der Bühne und habe gesagt, ich bin ein regelmäßiger Kiffer. Ich bin auf der Bühne und habe gesagt, ich finde. Ich bin ein aktueller Kiffer. Verbot falsch. Genau. Weil es in diesem Land offenbar möglich ist, überall Marihuana zu kaufen. Du hast das gemerkt nach einer Phase in Aargau, wo du als Ladykiller bekannt warst, weil du eine SP-Kandidatin findest, als Ständeratskandidatin, dass mit dieser Partei nur vorankommen kann, wenn man sich eine Frau zur Seite nimmt. Das hast du gemacht mit der Mattea Meier. Und dann plötzlich die Bundesratspartei zwei ganz jugendliche Chefs gehabt, wirkt modern, aber für mich auch ein bisschen unreif. Warum? Einfach, wie ihr so auftretet, euer Auftreten, habe ich so empfunden. Und wenn man eben schaut, auch in anderen Ländern, so grosse Parteien, da braucht es schon vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung, als ihr es vielleicht anzubieten habt. Das kann man so sehen. Ich glaube, wir haben beide stehen in einer Situation in unserem Leben, die extrem repräsentativ ist. Mhm. Für eine grosse Mehrheit der Menschen in diesem Land. Wir versuchen, Beruf und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Wir sind beide Eltern von zwei jungen Kindern. Das ist eine Situation, wo ganz viele kommen. Ich habe das Gefühl, das ist näher an Lebensrealitäten als die meisten, die im Parlament sitzen. Okay. Im Parlament sind viele Leute mit Anwaltskanzleien, in Zürcher Wilden am See, die SUVs fahren, die Millionäre sind. Das spürt man dann auch in den politischen Entscheid. Und ob die Leute das wahrnehmen am Schluss, das ist unsere Aufgabe. Ja. Also, du hast ja vor allem zwei Aufgaben. Nämlich, ich darf nicht mehr verlieren bei der nächsten Nationalratswahl und darf vor allem nicht den zweiten Bundesratssitz verlieren. Oder das sind deine Sachen. Wie wenn das nicht klappt, dann haben sie versagt. Also wir haben ein Konzept, das ich feststelle, das in diesem Land als altmodisch gilt. Und nämlich, dass wir unsere Erfolge nicht an der Anzahl Posten messen, die wir vergeben, sondern an dem, was wir für die Menschen in diesem Land herausholen können. Ja. Und da ist die Partei in den letzten zwei Jahren, glaube ich, so erfolgreich wie schon lange nicht mehr in ihrer Geschichte. Wir haben Überbrückungsrenten eingeführt, den Vaterschaftsurlaub, Pflegeinitiativen durchgebracht, Steuersenkungen verhindert. Und das ist für mich entscheidend. Und ja, dann sollen am Schluss die Leute entscheiden, nächstes Jahr, ob sie das gut machen. Ja, gar nicht. Schaut, wie sich das entwickelt hat seit 2019, seit der letzten Wahl, dann sieht man doch auf dieser Tabelle ganz klar, die Grünen und die Grünen-Liberalen gewinnen massiv. In der Mitte und rechts geht es ein bisschen runter. Und die klaren Verlierer sind ihr. Und du tust dich da als Sieger darstellen. Das ist doch eigentlich die Realität, mit der ihr euch auseinandersetzt. Nein, die Realität ist, dass wir mit einer sehr kleinen grünen Partei gelebt haben, bevor jetzt das Klimathema gross geworden ist. Jetzt gibt es Korrektur innerhalb des linken Landes.
verlagern. Übrigens so, dass die Linke immer noch zuleitet, gerade in der Wahl. Aber ihr, du bist ja der Chef der SP. Gewonnen. Du musst ja sexy wirken, nicht auch das sexy, dumm der Grünen und vor allem der Grünen-Liberalen überlassen. Also ich verkaufe nicht Mars und Snickers. Ich muss nein, nicht aber verkauft das Parteiprogramm. Ich verkaufe nicht das Parteiprogramm, ich mache Politik. Genau, und aber ihr macht ja vor allem rückwärts, oder sagen wir defensive Politik hier, sind gegen Stempelsteuer, jetzt dann gegen eine Verrechnungssteuer. Also sie tun abwehren statt angreifen. Jetzt haben wir gerade eine Initiative lanciert, die sagt, Kinderbetreuung, Kita-Plätze müssen in diesem Land zahlbar und für alle zugänglich sein. Ich glaube, das aber, ist aber Cedric, am 4. März, mitten im Krieg, wo alle auf den Krieg schauen, kommen die mit einer Kita-Initiative. Das ist kein gutes Politmarketing, oder? Boah, das mag sein, aber wir machen ja auch nicht Politmarketing, sondern nein, wir machen das, was wichtig ist für die Menschen. Aber im Moment ist das, sind doch existenziellere Fragen im Vordergrund. Und da hätte es ohne den Druck von der Sozialdemokratie wäre es so gewesen, dass der Bundesrat sich geweigert hat, die Sanktionen zu übernehmen. Wir haben dort massiv gearbeitet, tagelang, mit der Unterstützung von der Bevölkerung, damit der schweizerische Bundesrat die Massnahmen übernimmt. Wir haben dann massiv müssen arbeiten, dass wir die Ukrainer und Ukrainer anständig begrüßen in diesem Land. Also das machen wir. Gleichzeitig ist es aber gerade wichtig in dieser Situation, wo viele Flüchtlinge kommen, die man müssen unterstützen müssen, dass sich niemand abgehängt fühlt. Und ja, dass gerade Familien in diesem Land den Eindruck haben und die Überzeugung, Politik macht etwas für mich. Aber das die Kita-Initiative kommt wahrscheinlich 4 Jahre zur Abstimmung, bis sie umgesetzt wird, ist 5 Jahre. Mein aktuelles Problem. Euer Vorbild ist ja die SPD in Deutschland, wo der Bundeskanzler stellen nach 16 Jahren Angela Merkel. Ja. Und Olaf Scholz, das ist der, der jetzt dort im Zentrum steht. Und da hat es ein Reisli gegeben, ja, so von einer Boygroup aus der SP, Boygroup, Politgruppis, man sieht es genau da, der Molina, der Pult und der Wermut und so. Und haben wegen einem Selfie sind sie nicht so klimafreundlich nach Berlin gechattet. Nein, nicht wegen einem Selfie, sondern wegen der Beziehungen von der Schweiz zu Europa. Das kannst du an diesem Abend nicht machen. An diesem Abend wird gefeiert und dann werden keine Beziehungen werden geschmiert. Wir sind ja nicht an diesem Abend angereist. Wir sind ja vorher schon angereist. Ich habe Olaf Scholz schon ein paar Monate vorher treffen, an einem Kongress in Berlin, haben mit ihm können, zum Beispiel über den Lohnschutz reden, Bedeutung für die aber Schweiz. Aber doch nicht an diesem Abend. Hätte doch nicht mehr. Aber wir sind ja gegangen, einfach da, um an einem historischen Moment dabei zu sein. Nein. Und haben noch etwas Spezielles gemacht. Haben wir ein Geschenk gebracht. Das ist richtig, jawohl. Ein Geschenk. Und zwar ein Schweizer Sackmesser. Genau. Also wirklich, ah, mit Gravur. Ja, mit Gravur. Dem Genossen Olaf Scholz und so. Wirklich ein bisschen pubertär und ein bisschen bünzlig. Aber es hat ja noch ein Problem gegeben, als sie ihm übergeben haben. Du müsstest dich entscheiden, ob es bünzlig oder pubertär wirkt. Beides kann es ja nicht wirken. Beides. Ich glaube, wir sind stolz auf die Tradition. Eben, als sie es dann übergeben haben, hat es dann ein bisschen einen Zwischenfall gegeben. Bodyguards haben müssen einschreiten. Genau, korrekt. Der Fabian Molina hat dem Olaf Scholz das Geschenk gegeben und richtigerweise, die Bodyguards waren offenbar nicht informiert, haben die gesehen und das beeindruckt mich ehrlicherweise. In einem vollen Saal haben die gemerkt, ui, da hat jemand ein Messer in der Hand und haben ihm das weggenommen. Ah, das haben die nicht gedacht im Vorfeld? Mal, wir haben das besprochen, aber der Begleiter von Olaf Scholz hat den Olaf Scholz informiert, aha, aber nicht seine Sicherheit. Gut, okay. Und das Missverständnis hat sich dann... Du hast mir gesagt, kurz darauf in einer Radiosendung, das ist eine Zeitenwende. Der ja, Olaf Scholz ja, ist eine Zeitenwende, der tut alle die sozialdemokratischen Ziele, wie wir haben, Lohn, Lohngerechtigkeit etc. Einführen. Die Zeitenwende hat dort nicht stattgefunden. Die hat erst am 27. Februar stattgefunden, 3 Tage nach Kriegsanfang, und zwar im Bundestag. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Also, das ist wirklich Zeitenwende. 50 Jahre für die deutsche Außenpolitik sind weggefegt worden. Alles, was man bisher erzählt hat, ist als falsch erkannt worden. Wie ist das bei dir angekommen, Cedric? Ja, falsch ist, kann man so nicht sagen. Aber sicher ist der 27. Februar ein massiver Einschnitt. Oder ein Überfall auf einen demokratischen und freien Staat mit seinen Problemen, klar, aber wo undenkbar war und nicht rechtfertigbar. Und dass es da eine Reaktion braucht, ist absolut richtig. Ich finde, die deutsche Regierung hat viel richtig gemacht in dieser Situation. Ich habe auch grosses Verständnis dafür, dass man zum Beispiel Waffenlieferungen macht jetzt in der Ukraine. Wir können das als Schweiz, als neutraler Staat, nicht. Das ist auch richtig, dass das Deutschland macht. Was mir schon Sorgen macht, ist eine allgemeine Aufrüstungsspirale. Ich glaube, gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass die zunehmende Konfrontation wahnsinnig gefährlich ist. Gerade wenn wir auf der anderen Seite... Aufrüstungsspirale?
Gerade wenn man auf der anderen Seite Diktaturen hat. Oder? Eben. Wir haben, ja, aber heisst das nicht, dass man etwas machen muss? Weil ich bin darüber gestolpert, als ich an der Demo war, an der grossen Demo in Zürich. Da hat Matthäa Meier genau geredet, wie wenn es das nicht gegeben hat, sondern gesagt, wir wollen nicht die Rüstungsproduzenten finanzieren, wir wollen das nicht machen. Und die alte Leier ist weitergekommen. Das, was die deutschen Genossen gecheckt haben, und auch der Olaf Scholz, so ihr Genosse, das ist offenbar bei euch gar nicht angekommen. Nein, das ist eine unterschiedliche Situation. Deutschland ist ein NATO-Staat. Ja, aber müssen wir uns dann am Schluss schützen lassen von den Deutschen, weil wir, wenn wir nichts machen? Deutschland ist unter anderem verpflichtet, nach Artikel 5 von der NATO-Vertrag beispielsweise auch das Territorium in Estland zu verteidigen. Oder wenn Finnland mal würde Teil von der NATO werden und angegriffen werden, was jetzt ja in Diskussion ist. Das macht die Schweiz nicht. Und aber das heisst, wir müssten uns selber verteidigen können. Die Schweiz, das zeigt ja genau den Überfall. Es gibt die Idee von, wir verteidigen uns ganz allein, gibt es nicht. Das nein, gibt... aber wenn die anderen angegriffen werden, müssten wir können machen. Weil du hast ja vor 10 Jahren hast du ins SP-Parteiprogramm als JUSO-Vorsitzender Folgendes hineingesetzt. Die SP setzt sich für die Abschaffung der Armee ein. Bis dieses Ziel erreicht ist, soll die Schweizer Armee massiv ab- und umgebaut werden. Gilt das immer noch? Ich glaube, es gilt immer noch, vor allem, wenn man den Zustand von der jetzigen Armee anschaut. Oder? Wir haben weil sie abgebaut worden ist? Nein, es ist nicht abgebaut worden. Massiv? Ein massiv schlechter... Von SVP, VBS-Chefs, wären ja massiv abgefahren worden. Also, ja, ihr seid eigentlich auf dem Weg schon weiter unterwegs, oder? Also, ich bin einverstanden, dass die Sicherheitspolitik, die die Bürgerlichen gemacht haben in den letzten Jahren, massiv an der Realität vorbei war. Da sind wir uns einig. Und das ist das, was wir seit Jahren sagen. Es braucht eine Verteidigungspolitik, die sich orientiert an der europäischen Realität. Und nicht einfach Scheuklappen zumacht und sagt, wir bauen da unsere Häusli-Armee, sondern Zusammenschaft mit der NATO. Was heisst das, Zusammenschaft? Zusammen mit der NATO zusammenschaft? Nein, eben nicht. Zusammenschaft heisst die Schweiz mit der Europäischen Union. Und ja, aber militärisch ist die Europäische Union nur ein Beigemüse zur NATO. Ja. Für die Schweiz ist, also ist Realität. Die Schweiz würde in einem Fall jetzt von einem russischen Angriff natürlich vom NATO-Schild geschützt. Und das heisst, ich finde völlig, die Schweiz muss das anerkennen. Aber sie muss ihren Beitrag dort leisten, wo sie das kann. Und was sie zum Beispiel kann, ist grosszügig sein im Flüchtlingsbereich. Was sie kann, ist aufhören, eine Tiefsteuerpolitik zu fahren, die es diesen Ländern wie Deutschland schwierig macht, ihre Verteidigung zu finanzieren. Was die Schweiz könnte, wäre aufhören, den Hort zu sein, wo alle russischen Oligarchen, die Kreml-nöch sind, ihr Geld verstecken können und den Krieg mitfinanzieren. Gut, aber ich meine, wir müssen uns gegen... Und dann braucht es auch eine Armee. Ja, aber wir brauchen das. Ich meine, ich habe auf russischen Panzer schon gesehen, auf dem Weg nach Berlin. Und in Berlin, Freunde von mir, die haben Angst, dass das könnte kommen. Das würde uns dann auch direkt betreffen. Ich verstehe die Angst zu 100%. Die habe ich tief in mir drin. Ja, zwei Kinder im Alter, im Schulalter, wenn ich mir überlege, was die für eine Welt hineinwachsen. Ich bin eine Welt gross geworden, wo man gesagt hat, es geht alles auf, es ist immer mehr Reisen möglich geworden, Annäherung von Ost und West. Und sie erleben möglicherweise eine neue Teilung. Und das macht mir grosse Angst. Ja. Nur muss man als Politiker fähig sein, von einer ersten Emotion zu einer vernünftigen Analyse zu kommen. Ja. Und das ist nicht passiert. Aber die vernünftige Analyse hat jetzt eben der Olaf Scholz gemacht. Wir müssen in der Lage sein, uns können zu verteidigen. Wir müssen eine starke Armee haben. In der Schweiz ist eben die Armee abgebaut worden. Das grosse Projekt ist ja der F-35, wo man nach x Jahren, der Gripen ist runtergeht, etc., ausgewählt hat. Und ihr habt da das Referendum ergriffen. Und laut neuesten Umfragen, du hast das sicher zur Kenntnis genommen, in der neuen Situation, das wird eine totale Niederlage werden für euch. Und da frage ich mich, könnt ihr nicht den Schritt machen und sagen, okay, so wie es Olaf Scholz gesagt hat, Zeitenwende. Es ist jetzt einfach anders und wir wollen jetzt nicht nur das durchzwängen mit einem Referendum und einer Verzögerung für unsere Armee. Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, dass man den Kopf nicht verliert in dieser Situation. Und der F-35 ist einfach kein Flüger, der auf die reale Aufgabe der Schweizer Armee eine Antwort gibt. Und er ist politisch sogar in dieser Situation hochproblematisch. Wieso denn? Finnland, Deutschland kauft das Flugzeug. Finnland? Ja, wahrscheinlich sowieso. Also ein neutraler Staat? Nein, direkt als Staat. Ja, die wollen in die NATO hineingehen? Natürlich, die 1000 Kilometer. Mit der Grenze Deutschland explizit mit der Begründung, wie sie sich an der atomaren Abschreckung von der NATO beteiligen will. Das kann der F-35, aber er kann noch vieles andere auch. Das ist der NATO-Flüger. Ja. Und ich bin der Überzeugung, dass die das jetzt pushen, die wollen insbesondere die Schweiz sehr nahe an die NATO rücken. NATO ist ein Militärbündnis. Und da wärst du total dagegen? Ich glaube, es wäre nicht richtig, als militärisch neutraler Staat einem Militärbündnis beizutreten. Aber was sollte man dann machen? Irgendeinen anderen Flieger oder gar keinen Flieger? Oder es geht ja darum, die Armee
besser zu finanzieren. Wir haben 2 Milliarden mehr, von 5 auf 7 Milliarden. Was sagt es da der Cedric Wermuth, der die Armee abschaffen will? Das Hauptproblem ist, dass die Armeefinanzen heute sehr schlecht verteilt sind aufgrund von der falschen Prioritätensetzung innerhalb vom VBS und vom bürgerlichen Lager. 6 Milliarden für Flüger, noch 2 Milliarden. Das könnt ihr im Parlament ändern. Haben wir aber immer vorgeschlagen. Aber jetzt ist eine neue Situation. Der Olaf Scholz, der sagt, wir haben 100 Milliarden. Er weiß noch nicht genau, wie er die 100 Milliarden wird ausgeben. Das deutsche Parlament wird darüber verfügen. Und wird das machen, und zwar eben mit kühlem Kopf, möglichst optimal das Geld einzusetzen. Nein, es ist eine andere Situation. Also richtig ist, die Schweiz muss sich überlegen, was ist ihre Rolle als neutraler Staat. Und ich meine, zuerst einmal ist die Unabhängigkeit im Energiebereich, unabhängig von russischem Gas und übrigens auch von anderen Diktatoren zu werden, was ja die Rechte, die jetzt offenbar da plötzlich die Neutralität entdeckt, immer abgelehnt hat, seit Jahren. Oh, ja, die Energiewende wird blockiert von rechts, aber massiv. Wir wären längstens in der Unabhängigkeit, wenn das nicht über Jahrzehnte blockiert wurde. Nein, so schnell wäre es nicht gegangen. Deutschland ist viel weiter in der Energiewende und ist trotzdem noch viel mehr abhängig von Gas. Das ist eine andere Struktur. Und der Herr Zelensky ist gekommen am Bundestag und hat gesagt, ihr dürft die wirtschaftlichen Interessen stärker schätzen als die Verteidigung von uns. Und der Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, ein Grüner, der dir politisch sehr nachsteht, sagt, nein, wir können jetzt das halt nicht aufhören, weil das würde wirtschaftliche Verwerfungen bringen, Arbeitslosigkeit etc. Und macht es nicht. Was sagst jetzt du dazu? Ja, Deutschland hat eine ganz andere Struktur. Darum muss man es eben anschauen und nicht jetzt einfach mit populistischen Rezepten um sich werfen. Was ist das populistische Rezept? Deutschland hat eine grosse Industrieabhängigkeit von russischem Gas. Ja. In der Schweiz ist der Hauptanteil bei russischem Gas sind Heizungen. Ja, aber gleich 50%. Das kann man ersetzen. Wir haben einen Plan vorgelegt, wie man sehr schnell Heizung in der Schweiz ersetzen kann und anders. Was heisst sehr schnell? Jetzt? Man muss jetzt damit anfangen. Nein, heisst, sehr schnell heisst, bist du für einen Boykott jetzt von russischer Energie in die Schweiz? Ich finde es relativ arrogant. Also die Schweiz kann das eher nicht allein entscheiden. Wieso nicht? Das müsst, ja, können wir das entscheiden? Wir beziehen es ja über andere Länder. Wir können einfach den Hahn abstellen. Aber dann würden wir Italien müssen wir mit einbeziehen. Wir müssten Norden mit einbeziehen. Nein, die Schweiz kann das aber nicht. Aber wenn man eine Haltung haben will, und du bist einer, der eine Haltung haben will, ja. Und der Zelensky fordert eine Haltung, ja. Und der Herr Habeck sagt, nein, es ist schwierig etc., dann wäre doch das jetzt etwas als Beweis von einer Haltung zu haben. Die Amerikaner haben es gemacht. Gut, die haben nicht so viel Notwendigkeit, weil sie nicht so viele ausländische Mittel haben. Und andere Länder haben es auch gemacht. Das wäre doch eine Haltung. Aber dann würden auch Arbeiter vielleicht möglicherweise, die zum Teil auch eure Klientel ist oder die hoffen, dass es immer noch eure Klientel ist, würden eventuell Probleme bekommen. Bist jetzt du da dafür oder nicht? Im Europäischen Verbund würde ein Schritt in mehr Unabhängigkeit richtig sein. Aber gerade weil unsere Kontakte zur deutschen Regierung sehr eng sind, wenn man uns glaubhaft erklären kann, und das stimmt, dass in Deutschland die sozialen Verwerfungen unglaublich wären, kann man das nicht von heute auf morgen machen. Sie haben wirklich Angst vor massiven Arbeitsplätzen. Aber kurzfristig könnten Sie es doch machen. 4, 5 Monate könnten Sie es durchziehen. Und bis dann ist vielleicht der Krieg vorbei und die Ukraine ist gerettet. Es ist nicht meine Aufgabe, die deutsche Regierung zu belehren, was sie macht. Ich glaube, die Schweizer Regierung, die belehren sie nur laufen. Ja, natürlich, da komme ich gerne schnell einen Satz dazu. Es ist nicht meine Aufgabe, Olaf Scholz und Robert Habeck und Annalena Baerbock zu erklären. Ich glaube, sie haben in dieser Krise bewiesen, dass ihr Wille, sich dem Putin gegenzustellen, sehr, sehr gross ist. Überhaupt nicht. Das sie sind die Letzten, die Waffenlieferungen gemacht haben. Sie machen kein Energieembargo. Ja, aber stellen wir uns vor, wir hätten eine konservative Regierung in Deutschland, wäre gar nichts passiert. Aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, lassen wir doch Zelensky zu. Er hat ja in vielen Ländern geredet, auch in der Schweiz, und kennt offensichtlich die Situation extrem gut. Das beeindruckt mich. Und der Zelensky hat nicht an der Rede am Samstag gesagt, stellen Gas ab oder kaufen Kampfflugzeuge. Er hat die Schweiz gebeten, hört auf, den Krieg zu finanzieren, indem wir unkontrolliert Rohstoff in der Schweiz haben und indem die Oligarchen in dem Land einen sicheren Hafen finden. Und da ist komischerweise der Bundespräsident Ignacio Cassis, der eine grosse flammende Rede gehalten hat, dann sehr ruhig geworden, als Zelensky das gesagt hat. Und das beelendet mich. Aber wir können etwas machen, wenn der politische Wille, wenn in diesem Land nicht immer das Geschäft machen, mit dem hinterletzten Diktator wichtig wäre als Wünschenleben. Dann hat ist das so? Ja, leider ist also, das so. Also, mal, wir haben jetzt die neue Energiepolitik, die du erwähnt hast, ist eingeführt worden von der Doris Leuthard, von der Mittepartei, weitergeführt worden von der Simonetta Sommaruga. Und die hat schon vor dem Krieg jetzt gesagt, es gibt wahrscheinlich eine Stromlücke, wir kommen da nicht durch. Und
Wir haben da größere Probleme und jetzt ist es noch viel grösser. Weil wir haben die Auslandabhängigkeit, die natürlich verschärft worden ist, indem man zum Teil eben die Atomkraftwerke abstellt und abstellen will. Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass die Energiestrategie 2050 nur die Hälfte des Problems gelöst hat, grob kann man sagen. Und die andere Hälfte gesagt hat, das löst dann den freien Markt irgendwie im Nirvana. Und wie immer hat sich herausgestellt, der freie Markt löst gar nichts. Also muss man jetzt die Lücke kompensieren, die uns leider Frau Leuthard hinterlassen hat. Das haben wir übrigens dazu mal schon kritisiert. Und Simonetta Sommaruga versucht das ja mit Hochdruck. Sie vereinfacht es. Erst sehr spät. Ja, sie ist nicht vorher gewählt worden, das Departement. Sie ist seit 3 Jahren ist sie da. Aber sie ist ja mit Hochdruck dran. Ja, aber mit Hochdruck. Sie sind vor allem die Umweltverbände, linke, grüne Umweltverbände, wo sie da irgendwie aufläuft. Weil die sagen lieber ein paar Murmeli am Grimsen sind wichtiger. Also höher ist Staumur. Das sind eure Leute. Das sind nicht primär meine Leute. Vor allem hat meine Bundesrätin, wenn man so will, ja, die Leute alle an einen Tisch gebracht und hat gerade was die Wasserkraft. Sie haben leider nicht alle gewesen. Ganz wenige, sind praktisch alle. Die ganz grosse Mehrheit an den Tisch. Sie vereinfacht Verfahren. Und wir haben darum, das haben wir ja vorgeschlagen, da sind wir uns einig als Partei, der Bundesrat geht nicht genug weit. Wir müssen jetzt eine massive Investition machen. Meinst du, wird das jetzt passieren, jetzt aufgrund jetzt von der neuen Situation, dass jetzt die Energiewende wirklich... Jetzt, also ich meine, das kostet auch wieder wahnsinnig viel Geld, neben all den anderen Aufgaben, die wir im Moment haben, auf finanzielle... Aber meinst du, das kostet jetzt? Weißt du, das kostet mehr, nichts machen. Ja, das kostet aber gut, aber, das kostet... aber kurzfristig ist das eine Problem und das andere ist langfristig. Ja. Und meistens schaut man aufs Kurzfristige. Aber das Land hat eigentlich eine Erfahrung darin, was es bedeutet, langfristig zu investieren. Denken wir an Gotthardtunnel. Das ist genau die Stärke immer. Das war das mal der Fall. Dass man die Kapazität hatte und gesagt, jawohl, wir denken mehr als auf morgen, sondern 20, 30 Jahre voraus. Und jawohl, dann darf die Investition noch etwas kosten. Und hast du das Gefühl, ihr denkt voraus? Ich bin der Meinung, das machen die nicht. Ja, das ist mehr. Ja, also die SP. Also wenn ich jetzt schaue auf das letzte Jahr, was war das wichtigste Ereignis? Das. Der Bundesrat hat deshalb entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden. Also, das hat er vor allem machen, weil die SP und die Gewerkschaften gesagt haben, Lohnschutz ist das Wichtigste, eure Klientelpolitik ist das Wichtigste. Jetzt haben wir kein Abkommen mit der EU, kein Rahmenabkommen, auch kein Stromabkommen, das wir ganz dringend brauchen, noch dringender als davor im Krieg. Das ist unter anderem, weil ihr einfach Kleinpolitik gemacht habt für eure Gewerkschaften. Also, erstens haben wir 2 von 7 Bundesräten. Und wenn der Bundesrat entscheidet in einer Mehrheit, dann kann man davon ausgehen, es gibt andere Mehrheiten als unsere 2. Aber und es ist auch inhaltlich nicht so, dass das Rahmenabkommen an der Lohnschutzfrage gescheitert wäre am Schluss. Aber der Widerstand, er ist am Widerstand gescheitert, weil wenn es nur die SVP gewesen wäre und vielleicht ein paar Bürgerliche, hätte man es mindestens ins Parlament gebracht oder sogar fürs Volk, weil dort ist offenbar laut Umfragen eine Stimme ganz andere. Aber so, wegen euch, hat es einfach so können abtischen. Das ist nicht wegen uns, aber ich übernehme gerne die Verantwortung für den Teil des Lohnschutzes. Was sagt er, warum? Weil in der Schweiz nach wie vor so ist, das können sich viele von unseren Moderatoren offenbar nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Menschen von Lohn und Renten abhängig ist. Man muss für ihr Geld arbeiten. Dann hätte er doch einen Mindestlohn fordern. Das hat die nichts gebracht. Wieso nicht? Technisch, weil es genau um den Teil geht von Firmen, die aus dem Ausland kommen, da Sozialdumping betreiben. Und aber die hätten müssen Mindestlohn berücksichtigen. Wenn die, heute das Problem ist ja nicht, dass die gesetzlichen Regelungen nicht da wären. Ja. Die gibt es auch auf der europäischen Ebene. Das Problem ist, dass sie die Überprüfung nicht funktioniert und die Anwendung. Und dort hat die Europäische Union einen Vorschlag gemacht, den der Schweizerische Bundesrat in Verletzung des Verhandlungsmandats des Parlaments akzeptiert hat. Und meine grosse Angst... Mit der Rückendeckung eben von der SP? Meine grosse... Nein, auf wieder. Übrigens, alle Parteien sind sich einig, der Lohnschutz kann nicht verhandelt werden. Ich bin offen mit jeder Diskussion mit der Europäischen Union. Das ist auch wichtig, aber... Das muss das Leben der Menschen auf beiden Seiten der Grenze verbessern. Wir leben in einer neuen Welt. Das grosse Wort heisst Zeitenwende. Müsstet ihr jetzt nicht sagen, stopp, halt, es gibt größere Probleme jetzt. Wir müssen ein Abkommen haben und müssen halt schauen, nicht eben, es ist nicht verhandelbar. Man muss halt eben über alles können verhandeln, dass man dort eine Lösung findet, um ein grösseres Problem zu lösen. Kann man das jetzt erwarten von dir und von der SP? Mir hat noch nie jemand erklären können, warum dass man den Lohnschutz preisgeben sollte, der nicht funktioniert. Nicht preisgeben? Der EU gibt es ja einen Lohnschutz. Das ist vielleicht nicht ganz so weit wie bei uns. Es ist doch nicht entweder oder. Die Schweiz hat, für die Verhandlungen sind wir immer offen gewesen. Also das ist die bürgerliche Seite, das sind die Arbeitgeber, der Bundesrat, der die Diskussion nicht führen wollte. Ich habe, seit wir das Präsidium übernommen haben, angeboten, dass wir alle möglichen Optionen anschauen. Ja, das passiert ja nicht. Und jetzt haben wir nichts. Worden. Und wir haben auch den Pipeline nicht. Jetzt haben wir ohne Stromabkommen wird unser Hauptproblem, nämlich die Energieversorgung,
in den nächsten Jahren, und zwar eine unabhängige Energieversorgung von Russland oder anderen unsicheren Kantonen, wird immer noch schwieriger. Also Strom, wäre auch falsch zu behaupten, das Stromproblem würde gelöst durch Stromabkommen mit der Europäischen Union. Das ist ein Teil. So. Es ist, kann ein Teil von einer Lösung sein, jawohl. Da sind wir auch bereit, mitzudiskutieren. Was schwieriger ist, ist die Vollliberalisierung des Strommärkts. Übrigens der einzige Grund, warum die Preise in der Schweiz jetzt nicht explodieren, ist, weil wir nicht einen vollliberalisierten Strommarkt haben, den wir es eben kontrollieren können, die Weitergabe von der Preise. Vorhand, weiss nicht, wie sich das noch entwickelt. Ja, natürlich, die Gefahr besteht, werden wir auch Vorschläge machen. Es kann nicht sein, dass die Menschen in diesem Land jetzt den Preis für die Sanktionen zahlen und auf der anderen Seite die Energieproduzenten quasi eine Kriegsdividende eintreiben. Da bin ich völlig einverstanden. Also, jetzt, gut, jetzt sind wir also wirklich in einer neuen Situation. Ja. Man hat jetzt müssen reagieren, auch der Bundesrat hat müssen reagieren und hat Cedric Wermuth hat reagiert. Wenn ich von Scham spreche, dann schäme ich mich heute Mitglied dieses Parlaments zu sein, das diese Landesregierung gewählt hat, die sich versteckt hinter der Neutralität, weil die Profite der Vermögensverwalter wichtiger sind in diesem Land als eine klare Haltung. Also, ich schäme mich und so, Parlament, Bundesrat. Finde ich ein bisschen billig. Hast du nicht das Gefühl, dass man doch jetzt wichtige Schritte unternommen hat? Der Bundesrat hat ein bisschen gezögert, 3-4 Tage länger als dein Genosse in Berlin, und hat dann eben gleich auch die ganzen Sanktionen von der EU übernommen. Das war ja genau wegen dem Druck von der Öffentlichkeit, wo dieser Demonstration unter anderem zum Ausdruck kam. Ich habe Freunde in der Ukraine, wo ich täglich... Eben, du bist ja vor 20 Jahren bist ja du dort im Schüleraustausch gewesen. Richtig, ja. In Ternopil. Ja. Mit diesen Leuten habe ich heute noch Kontakt, oder muss ehrlicherweise sagen, wieder Kontakt, wo die Krise angefangen hat. Und die sind im Luftschutzbunker. Ja. Täglich. Das sind Leute, die gleich alt wie ich sind, die Kinder haben. Und wo man dann, wo die Krise ausgebrochen ist, der Schweizerische Bundesrat gehört und gesagt, ja, ob die Sanktionen... Lieber nicht. Lieber noch ein bisschen Geld machen mit russischen Oligarchen. Da hat es mir den Nocki rausgehauen. Mhm. Ganz ehrlich, da hat es mir den Nocki rausgehauen. Aber sie haben es gemacht und das schämst du dich jetzt nicht mehr? Viel weniger als damals. Ich bin dem Bundesrat sehr dankbar. Jetzt haben wir Umsetzungsprobleme, offensichtlich in diesen Sanktionen, die relativ gravierend sind. Eben, sag mal, wie ist denn das? Wir haben einen Rechtsstaat. Ja. Kann man den jetzt einfach aus der Kraft setzen und sagen, das ist jetzt ein Oligarch, dann nehmen wir die Villa weg, dann nehmen wir die Aufenthaltsbewilligung weg, etc., ohne dass da die Möglichkeit hat, das auf rechtlichem Weg anzufechten? Nein, das kann man nicht, aber wir haben ein sogenanntes Embargo-Gesetz, das festlegt, unter welchen Bedingungen können wir das machen. Wir können das machen, dann, wenn es Sanktionen gibt von der UNO, von der OSZE oder von sogenannten wichtigen Handelspartnern. Genau. Und das machen wir. Aber wie weit geht das? Gibt es da nicht ein Bedenken, dass da mit unserem Rechtsstaat wirklich sehr an Grenzen geht? Also ich habe vor allem ein Bedenken, und das wäre mir sehr wichtig, dass man jetzt nicht Hetz gegen Russinnen und Russen macht oder gegen das russische Volk. Das ist nicht ein Krieg vom russischen Volk. Die das ist ein Krieg von Putin. Aber die Gefahr besteht. Ich habe Rückmeldungen. Nein, aber bei uns sind ja nicht die normalen Russen, sondern sind eben die reichen Russen vor allem, die zum Teil Pauschalsteuern zahlen. Exakt. Ja, gegen die, aber ihr müsst das gegen Pauschalsteuern angehen. Machen wir. Ja, aber wo machen wir das? Da haben wir Volksinitiativen gemacht, das werden wir jetzt wieder aufs Tapet bringen. Wir haben sogar eine Bestimmung in unserem Steuerrecht, dass man Leuten ein Visum quasi schenken kann, wenn es ein wichtiges Visum ist. Und das muss aufhören. Ja. Das ist genau der Punkt, der für die Neutralität übrigens entscheidend ist. Die Schweiz kann nicht einfach jedes Mal den Profit vor Menschenrechten verkaufen. Das in anderen Ländern macht. Das ist Zypern, Malta macht. Das ist doch grässlich. Nein, das ist kein Argument. Das finde ich das auch. Aber hast du das Gefühl, dass wir mit dem durchkommen? Wir bis jetzt eben die Pauschalsteuern, die da Milliardäre haben, die 20 Milliarden haben und zahlen vielleicht, was weiß ich, ein Butterbrot für Steuern. Im Gegensatz zu uns, wo wir da wirklich müssen, ducken müssen. Ja. Ich bin jetzt 10 Jahre im Parlament. Wir werden im September über die Abschaffung von der Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen abstimmen. Komplizierter Titel, der Inhalt vom Text ist einfach. Ist auch ein neues Referendum, ist das dort? Der Inhalt ist einfach, grosse Fonds, die über 100 Millionen investieren, die befreit man schon der Verrechnungssteuer. Alle, du und ich, und das Lohnkonto haben, sollen die selbstverständlich weiterhin zahlen. Ob ich dieser Mehrheit, die so etwas Groteskes dem Volk vorlegt, zutraue, dass sie jetzt eine Wende macht in der Finanzplatzpolitik, ich weiss es noch nicht. Das haben sie mit der Stempelsteuer haben das ja auch machen können. Oder da auch an der Urne, glaube ich, kommt das an der Urne. Da bin ich sehr optimistisch. Aber ob die parlamentarische Mehrheit jetzt endlich sagt, okay, mit diesen Drecksgeschäften muss fertig sein. Ich hoffe es, aber ich bin nicht sicher. Reden wir zum Schluss noch ein bisschen über dich. Du bist jetzt 36, oder? Stimmt. Du hast jetzt wirklich eine grosse Aufgabe. Du musst jetzt die nächsten Nationalratswahlen gewinnen oder darfst sie nicht verlieren, wenn es eine Klatsche gibt. Bisher sind sie unter Denkmalschutz. Du und Matteo innerhalb von eurer Partei. Keine Kritik. Aber wenn ihr dort abschifft, Cedric,
Wirst du dann vielleicht irgendwie wegtisch? Auch abtisch? Ich werde jetzt schon täglich kritisiert von meinen Parteimitgliedern. Aber ist dann deine grosse politische Karriere eventuell vorbei? Das spielt doch keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Das ist völlig irrelevant. Du hast ja so konsequent bis jetzt angefangen. Das darf doch einfach nicht passieren. Du kannst doch nicht sagen, die Grünen haben gewonnen. Ist doch egal, wenn wir 4% verlieren. Aha, nein. Okay, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Meine Karriere und Partei. Ja, eben, aber das ist verbunden. Du musst für die nächsten 50 Jahre planen. Cedric. Ja, da bin ich wieder. Also 50 ist wirklich viel. Aber 40? Aber Sie haben 40 Jahre Altersunterschied. Also, okay, ich bin okay. Noch da. Du könntest dann auch wieder Moderator werden. Du hast ja angefangen als Moderator von Kanal K. Wäre das etwas? Ja, aber nie so erfolgreich wie du. Das ist nicht für mich. Das muss man können, das kann ich nicht. Gut, aber vielleicht kommst du dann einfach das über, was zum Beispiel dein Vorgänger bekommen hat, Christian Löfras, ein sehr lukratives Pöstchen in einem Bundesbetrieb, vielleicht bei der SBB etc. Wäre das dann möglich von einer sozialdemokratischen Bundesrätin mit sehr viel Wohlwollen? Ich bin sehr dankbar für das Privileg, das ich habe, Parteipräsident sein und Nationalrat. Das ist ein geliehenes Amt, wie mein Kollege Philipp Müller immer schön gesagt hat. Und das gebe ich irgendwann zurück. Und ich freue mich sehr auf das Leben, das dann nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Im Moment, kann man sich nicht vorstellen. Ja, doch. Im Moment mache ich das mit Überzeugung. Ich gebe zu, das habe ich mir nicht immer vorstellen können. Aber seit wir Kinder haben, hat sich die Bedeutung von vielen Sachen im Leben schon einmal verändert. Das ist auch richtig. Und genau so ist es natürlich auch bei anderen, auch bei mir natürlich immer gewesen. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Sehr spannend, sehr interessant. Wir sind in einer ganz speziellen Phase. Und jetzt muss man wirklich Haltung zeigen, wenn man schaut, dass sich die Schweiz da richtig auch positioniert und dass ihr vielleicht doch über ein paar von euren Grundprinzipien übergumpelt und realisieren, dass es wirklich eine Zeitenwende ist. Danke vielmals für das Interesse an dieser Sendung. Wirklich sehr interessant, sehr für mich, vieles erfahren. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Bleiben Sie gesund und trotz allen schlechten Nachrichten bleiben Sie doch immer noch ein bisschen fröhlich.